Mit der EU-Osterweiterung 2004 wurde den alten EU-Staaten eingeräumt, ihre Arbeitsmärkte noch 7 Jahre lang abzuschotten. Damit ist es nun vorbei. Mehr dazu im Europaressort mit Rieke Wölk. Zum 1. Mai tritt in der EU die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft. Diese Regelung ermöglicht es Bürgern aus 8 osteuropäischen Ländern, ebenso selbstverständlich einen Job in Deutschland anzunehmen wie Franzosen oder Spaniern. Kritiker befürchten ein Überangebot von Billigarbeitskräften. Die Pflegebranche dagegen hofft auf Verstärkung. Doch geht diese Rechnung auf? Ihr Dackel Remus ist ihr das Liebste überhaupt, aber ohne Hilfe von Jana kann sie ihn nicht mehr auf den Arm nehmen. Malis Runge Korf sitzt im Rollstuhl, sie leidet an schwerer Arthrose und hat sich ein Bein gebrochen. Gut, dass jetzt Jana da ist. Seit einer Woche lebt die Slowakin mit im Haushalt. Angestellt ist sie bei einer Pflegeagentur in ihrer Heimat Slowakei. Vermittelt wurde Jana von einer deutschen Agentur. Die Chefin Beate Oberschür schaut heute vorbei, will prüfen, ob die beiden Frauen schon Arbeitszeitabsprachen getroffen haben. Denn für Jana gelten die deutschen Regelungen. Obwohl Frau Runge-Korf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung braucht, darf Jana nur 39,5 Stunden die Woche arbeiten. Alles darüber hinaus wäre illegal. Auf dem Pflegesektor, so die Ansicht des Experten, bringt die Arbeitnehmerfreizügigkeit kaum eine Verbesserung. Für eine Haushaltshilfe gilt: Sie braucht zwar keine Arbeitserlaubnis mehr, aber die sozial- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die in Deutschland gelten, die gelten auch nach dem 1. Mai. Und diese Bestimmungen machen es einem Privathaushalt so gut wie unmöglich, eine Polin oder eine Frau aus den baltischen Staaten legal im eigenen Haushalt zu beschäftigen. Anderswo sei das einfacher. In Österreich zum Beispiel wird die Arbeitszeit nicht beschränkt. Der Staat zahlt den Pflegebedürftigen sogar die Sozialversicherung für ihre Haushaltshilfen. Pflege soll legal sein und bezahlbar. In Warschau ist uns jetzt Ulrich Adrian zugeschaltet. 7 Jahre hat es gedauert, bis Deutschland seine Grenzen für Arbeitssuchende ohne Einschränkungen geöffnet hat. Haben denn zum Beispiel die Polen hinter der Grenze tatsächlich noch auf diesen Tag gewartet? Nein, natürlich nicht. Wer unbedingt weg wollte, der hat das 2004 gemacht. Ich weiß, dass damals viele Polen nach Deutschland wollten und eben nicht konnten. Die haben sich dann umorientiert. Die haben nicht Deutsch gelernt, sondern Englisch. Ich sage Ihnen mal ein paar Zahlen. Damals gingen 600.000 Polen nach Großbritannien, 200.000 nach Irland, 100.000 in die Niederlande, 90.000 nach Italien, 80.000 nach Spanien und so weiter und so fort. Und heute sagen die deutschen Experten, da haben wir eine Riesenchance verpasst. Da hätten wir damals die Fachleute bekommen können, die wir heute händeringend suchen. Für wen ist denn ein Job in Deutschland dann überhaupt noch interessant? Naja, für Leute, die keine Perspektive mehr sehen, die zum Beispiel in Polen arbeitslos sind. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch hier, liegt im Moment aktuell bei 13,1%. Das sind meistens Menschen in unteren Lohngruppen, die keine Alternative mehr sehen oder sehr wenig verdienen. Ich habe zum Beispiel mit einer Schneiderin gesprochen, die arbeitet fulltime, 40 Stunden die Woche und verdient 300 Euro umgerechnet im Monat. Jetzt hat sie einen Job in Deutschland bekommen als Spülerin in einer Hotelküche und verdient 1.100 Euro. Das kommt ihr vor wie das Paradies. Fahrer werden nach Deutschland gehen, Krankenschwestern, Altenpfleger, weil die in Polen nicht mehr als umgerechnet 500 Euro im Monat verdienen. Wir wissen nur nicht, wie viele es sein werden. Da gibt es Schätzungen von, es kommen nur 10.000 Polen bis hin zu, das werden über 1 Million Menschen werden. Ich glaube, die seriösesten Zahlen sind die, die jetzt prognostizieren, es werden 200.000, 300.000, 400.000 in den nächsten 2, 3 Jahren werden. Wie bereiten sich die Menschen denn auf das Leben in Deutschland vor? Naja, ehrlich gesagt, viele stürzen sich, es ist mein Eindruck, Hals über Kopf in ein kleines Abenteuer. Ich habe 2 Beobachtungen gemacht. Erstens, alle Deutschkurse sind voll. Von Danzig bis Zakopane, von Skoželec bis Białystok. Überall lernen die Menschen Deutsch. Und warum tun sie das? Weil sie im Kopf haben, dass sie mal nach Deutschland gehen wollen. Und zweitens, wenn sie mit den Leuten, die jetzt schon sicher wissen, dass sie gehen wollen, reden, dann stellen sie fest, dass die keine richtigen Vorstellungen darüber haben, wie teuer Deutschland eigentlich ist, dass ja auch die Lebenshaltungskosten 3, 4, 5 Mal so hoch sind wie in Polen. Ich glaube also, dass viele auch scheitern werden und dass für viele, die jetzt gehen, das Abenteuer Deutschland in ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann schon wieder vorbei sein könnte. Vielen Dank, Ulrich Adrian, für die Informationen aus Warschau.
Spargel stechen für 6,40 Euro brutto in der Stunde. Das macht man nur, wenn es gar nicht anders geht. Zum Beispiel, wenn man aus Rumänien kommt, einem der ärmsten Länder Europas. Die Rumänen stellen in diesem Jahr einen Großteil der Saisonarbeiter in der deutschen Landwirtschaft. Das ist neu. Bis letztes Jahr hatten hier traditionell hauptsächlich Polen Spargel gestochen. 24 cm muss er lang sein, mindestens. Sonst gibt's Ärger. Es gibt welche, die machen den ganzen Tag schon richtig schönen langen Spargel. Und bei einigen werden die Spargelstangen mit der Zeit immer kürzer. Mit Willi ist Bauer Palm sehr zufrieden. So zuverlässig waren manche Vorgänger aus Polen nicht. Und es gab auch schon mal hier und da die Mentalität, kurzfristig wieder abzureisen an Polen, ohne dass die Arbeit hier fertig war. So ein bisschen Tagelöhner-Mentalität steckte leider immer da drin. Man wusste nie genau, ob montags morgens die Leute, die samstags beim Stechen waren, auch noch montags da sind. Zum Glück bleibt ihm Willi erstmal erhalten. 12 Uhr, Mittagspause. Ein Container ist hier sein Zuhause. Aufmachen. Noch bis August lebt er hier. Die Möbel sind von Bauer Palm. Erst nutzten sie die Polen, jetzt er. Alles ist blitzeblank sauber. Seine Frau und das Baby leben auch hier. 6 Monate Trennung. Das wäre zu viel für die beiden. Alleine in Rumänien ist es zu schwer für meine Frau. Ne? Und hier, bis sie kochen, meine Kinder kommen immer Mittagessen hier. Der Hof von Leonhard Palm, ein Phänomen der europäischen Integration. Denn während der Arbeitsmarkt immer weiter zusammenwächst, muss Palm auf die bauen, die außen vor sind. Europäer zweiter Klasse. Je ärmer sie sind, desto mehr sind sie bereit zu tun. 2013 dann dürfen auch die Rumänen mehr als nur Spargel stechen. Wer wird die Arbeit dann machen? Ich weiß nicht genau, wer nach der Rumänien kommt. Es ist schon mal nach Ukraine und sowas geschehen, auch nach Lettland. Aber wahrscheinlich ist die Landwirtschaft und Saisonarbeitskräfte nach wie vor ein Dauerthema sein. Wenn man in Deutschland Gemüsebau erfolgreich betreiben will und vernünftig auch im Preis-Leistungs-Verhältnis mithalten will, müssen sie Saisonarbeitskräfte haben. Mit deutschen Löhnen kriegen sie das Preisniveau, was heute gezahlt wird, für Obst und Gemüse nicht hin. Zurück auf dem Feld. Fast Feierabend. Noch 4 Monate, bis Bauer Palm Willi wieder zurückschicken muss. Obwohl der gerne länger bleiben würde. Ich will, soll ich glauben, aber nur 6 Monate. Und dann muss ich wieder zurück. Bis nächstes Jahr. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Ja, ich komme. Ja, ich liebe diese Arbeit und die gute Leute, mein Chef und alles. Wenn alles gut läuft, verdient er hier 1.300 Euro im Monat. Immerhin genug für ein Leben in Rumänien. Noch. Einen ausführlichen Hintergrund mit allen Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de.